Wenige Kilometer südlich von Innsbruck, gleich hinter dem bekannten Gasthof Schupfen, zweigt die Zufahrt zum Schöbolhof ab. Diesen Hof aus dem Jahr 1549 bearbeitet die Familie Steixner bereits in 15. Generation. Das Euregio Filmteam besuchte den ehemaligen Landesrat Anton Steixner, der im Laufe des letzten Jahres die Wipptaler und Stubaitaler Bauern gemeinsam zum Beitritt in den Milchhof Sterzing geführt hat. Wie hat die Geschichte des stolzen Erbhofs Anton Steixner geprägt? Ja, erstens einmal sehr bäuerlich. Ich habe schon als Kleinkind immer nur den Wunsch gehabt, Bauer zu werden. Und natürlich auch irgendwo bei uns ist die Römerstraße durchgegangen. Also deswegen war irgendwo auch eine Verbindung mit Südtirol immer da. Wir sind auch ganz nahe an der Grenze und ich bin schon früh oft gerne nach Südtirol gefahren. Und da war es mir dann auch immer wichtig, dass da einfach die Zusammenarbeit wieder besser funktioniert. Anton Steixner hat viele Jahre lang die Tiroler Politik geprägt. 1988 hat er von Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer das Amt des Obmanns des Tiroler Bauernbundes übernommen. 1994 wurde Steixner als Abgeordneter und Vizepräsident des Tiroler Landtags gewählt. 2003 wechselte er in die Tiroler Landesregierung und war bis 2013 als Landeshauptmann Stellvertreter für die Bereiche Landwirtschaft, Energie, Straßenbau, Mobilität sowie Zivil- und Katastrophenschutz zuständig. Mit dem Ende der letzten Legislaturperiode ist Anton Steixner aus der Politik ausgeschieden. Seither betreibt er seinen Hof wieder in Vollzeit. Im Februar 2014 wurde der langjährige Politiker mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirols ausgezeichnet. Nach der Politik hat sich Anton Steixner nicht zur Ruhe gesetzt. Im Gegenteil. Er fädelte mit Günter Seidner, dem Geschäftsführer des Milchhof Sterzing, den Beitritt der Milchgenossenschaft Wipptal-Stubai zum führenden Joghurtproduzenten am italienischen Markt ein. Seit 1. April 2014 liefern 195 Milchbauern aus Nordtirol ihre Milch über den Brenner an den Milchhof Sterzing. Ist irgendwie lustig, auch, wie ich dann als Politiker aufgehört und bin ich dann jetzt in die Rolle wieder stark des Bauern gekommen und auch und dann darüber nachgedacht und dann ist das mit Sterzing hat sich so entwickelt und das ist etwas, wo ich mit Leidenschaft dahinter stehe. Als vor einem Jahr erstmals der Beitritt der Nordtiroler Bauern zum Milchhof Sterzing bekannt gegeben wurde, gab es auch Kritiker. Zum Beispiel wurde ein Verwässern des Qualitätszeichens Südtirol befürchtet. Diese Stimmen sind nun verstummt. Jeden zweiten Tag wird die Milch der Bauern aus dem nördlichen Wipptal und dem Stubaital nach Sterzing geliefert. Dies macht jährlich ca. 10 Millionen Liter Milch aus, davon fast 1 Million Liter Biomilch, die hier zu Joghurt-Spezialitäten verarbeitet wird. Der Milchhof Sterzing profitiert von der Milch, die Nordtiroler Bauern vom hohen Auszahlungspreis von derzeit 55 Euro Cent. Darüber hinaus sind die Nordtiroler Bauern auch Mitglied im Milchhof Sterzing. Das war irgendwie mir also wichtig, weil die Milch liefern, das wäre ja nichts Sensationelles gewesen. Aber ich habe gesagt, wenn man das macht, muss man es auf Dauer machen und zu gleichen Bedingungen. Und das haben wir dann auch geschafft. Es war zwar nicht möglich, dass das Einzelmitglied in der Genossenschaft ist, sondern wir bilden eine Genossenschaft bei uns in Nordtirol und die Genossenschaft ist Mitglied in der Molkerei in Sterzing. Das hat aber veterinärrechtliche Gründe, weil sonst müsste jeder Betrieb eine Exportnummer haben und jeden Tag seine Milch, die er nach Südtirol liefert, also separat deklarieren. Das ginge nicht. Aber das ist eigentlich das Entscheidende, dass das jetzt eine gemeinsame Genossenschaft ist, die Mitglieder in Südtirol hat und in Nordtirol hat. Und das auf Dauer. Also das ist in Wahrheit nicht mehr trennbar, sondern das ist wirklich auf Dauer. Und das ist schon das Neue und das Tolle und das freut mich auch sehr. Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Viele Betriebe haben zugesperrt oder auf Nebenerwerb umgestellt. Die Förderungen werden auch in Zukunft begrenzt sein. Dennoch hat der Beitritt zum Milchhof Sterzing in Wipptal eine Aufbruchstimmung hervorgerufen. 20 Betriebe in Nordtirol sind wieder in die Milchproduktion eingestiegen. Wo liegt für den Vollblutbauern Anton Steixner die Zukunft der Landwirtschaft? Vom Produkt her und so, glaube ich, wenn man ein ehrlicher, regionales Produkt gut vermarktet, dann hat man Chancen wie noch nie. Also die Bereitschaft der Konsumenten für ein gesundes Tiroler Produkt ein bisschen mehr zu zahlen, ist mehr denn je da. Und da müssen wir aufbauen. Und das ist auch bei uns am Hof so, also wir versuchen halt auch mehr Standbeine zu haben.
Wir haben auch einen Alm dabei im Stubaital, haben da eine Gastwirtschaft ausgebaut. Also es ist kein typischer Vollerwerbsbetrieb, der nur von einem Produkt lebt, sondern also die Vielfalt der Produkte, ich steige jetzt auch neu in die Fischwirtschaft ein. Wir wollen Fische produzieren, das bin ich auch restlos überzeugt, dass da ein guter Markt ist. Und so funktioniert das schon und das ist eine ganz tolle Aufgabe.